Wer bist du und was machst du? Heiko Hebig, ich leite R&D im Media Innovation Lab bei Huber Buddha Media. Jetzt muss ich eigentlich noch die Frage hinterher schieben, was ist R&D? Research and Development. Ah, okay, danke. Bitte. So, jetzt kann es losgehen. Siehst du Schnittmengen zwischen Internet und Politik? Da Internet Bestandteil unserer Gesellschaft geworden ist, gibt es nicht nur Schnittstellen, sondern sie muss auch bei der Politik integral gedacht sein. Und deswegen ist eine Politik ohne Internet eigentlich gar nicht denkbar. Und wie stellst du dir Politik im Internet vor? Als reiner Kommunikationskanal? Noch interaktiver und partizipativer, als es in einer Offline-Welt ist. Das ist teilweise sehr schwer, aber gerade beim Thema Meinungsbildung und Feedback einholen, sollte man Internet noch mehr nutzen, als man es heute schon tut. Siehst du denn auch Bedarf in der Bevölkerung, dass diese Kanäle von den Politikern erkannt werden oder noch stärker erkannt werden? Ich glaube, es gibt in der Bevölkerung leider nur eine sehr kleine Gruppe, die sich überhaupt mit politischen Themen aktiv auseinandersetzt. Je eher dieses Thema mit zu Hause zu tun hat, desto eher sind Menschen bereit, da auch eine aktive Meinung einzuholen. Aber deswegen sind so Modelle wie, sag mir doch mal, wo in deiner Stadt Pfützen sind und Schlaglöcher und so weiter, glaube ich, erste Ansätze, aus denen man lernen kann und die man dann in die großen Themen der Politik, Hartz IV, Steuer, Rente etc. übertragen kann. Dabei man muss immer, ich verfolge immer den Ansatz zu sagen, auch bei uns in den Medien, lass uns Sandkästen bauen, daraus lernen und dann die Ideen, die da funktionieren, ins Große übertragen. Und wenn einem das gelingt, dann kann auch die Politik, glaube ich, daraus viel lernen. Diese Woche wurde eine Studie veröffentlicht, wonach mehr als 30% der Deutschen Angst vor dem Internet haben. Fürchtest du eine digitale Spaltung? Ja, es gibt diese Studie der Nonliner in Deutschland, die auch immer wieder aufs Neue belegt, dass es eine Gruppe gibt oder eine Klasse in Deutschland, die auch ganz bewusst sich nicht im Internet bewegt. Da liegt es gar nicht daran, dass das Dorf irgendwie nicht von DSL erschlossen werden kann, sondern es gibt Menschen, die bewusst nicht am Internet teilnehmen und es gibt eine Klasse oder eine Gruppe von Menschen, die es sich nicht leisten kann, am Internet teilzuhaben. Ich glaube, die eine Gruppe ist schwieriger zu erreichen als die andere. Da müssen, glaube ich, Lösungen geschaffen werden, um auch vor allem Menschen, die die Ressourcen nicht haben, nachhaltig auch das Internet zu nutzen. Das muss geschaffen werden via Bibliotheken, Schulen, öffentliche Einrichtungen, um die Internet-Affinität einfach viel stärker noch zu fördern und auch da das Unwissen aus der Welt zu tragen. Versuch mal jemandem beizubringen, wann man auf einem PC einmal klicken muss und zweimal klicken muss. Und da genau da fängt es an. Wenn das nicht verstanden ist, braucht man sich nicht darüber unterhalten, Online-Votings zu machen oder so. Wir müssen da immer noch ganz klein anfangen teilweise. Dankeschön. Bitte.